Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Okay, jetzt kommt der nächste Kampf. Jetzt müssen wir aber ein bisschen Kommunikation führen. Das dauert jetzt lange. Als sie eigentlich gegen die gekämpft haben, hat die Sonne richtig laut, richtig. War die Sonne eigentlich richtig auf dem. Also. Richtig oben, aber die ist ja nicht runtergegangen. Also kein Sonnenuntergang. Also, egal. Kleiner Fehler im Spiel. Also ist nicht, so schlimm. Also, Schluss mit dem Spielchen. Hey, machen wir ernst. Klatschkopf. Lass mich sie erledigen, Vegeta. Ich werde alle fünf schaffen. Und zwar ganz schnell. Das will ich mal sehen. Komm, das will ich mal sehen. Mach, was du willst. Hey, ich werde meinen Spaß mit dich haben. Ja, ist klar, die Erde bebt, du Fetzer. Geh mal abnehmen. Such dir einen Job. Ach, der Boden wackelt. Der Boden wackelt. Tension an. Meine psychischen. Physischen, nein. Psychischen Kräfte funktionieren nicht. Seine mentale Kraft von Nappa ist zu groß. Er ist zu schlau. Hahaha. Ha. Wie kann er so stark sein? Boah. Ich hätte nie gedacht, dass sie so stark sind. Also, mit wem soll ich anfangen? Digga, ich mach dich kaputt. Da kommt er. Okay, was kann ich mit ihm? Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich habe eine Idee, was ich gleich mache. Ich habe eine geile Idee, was ich gleich mache. Okay, so. Yamcha muss seine Zornanzeige auffüllen. Dann zeige ich euch die Vierer-Belagerung. So. Mehr vom Angriff und so. Wenn ich einmal die Vierer-Belagerung mache, glaube ich, ist er dann tot, würde ich mal sagen. So, gut. Guckt euch die Fresse von Nappa an. Echt geil. Okay, seine Zornanzeige ist langsam voll. Verfehlt. Und so. Okay, er ist auch voll. Und Tenshinhan muss voll werden. Das ist das Wichtigste jetzt. Okay, gut. Go! Geiler Name für eine Attacke. Damit kannst du mich mal. Was? Ach so, ja. Hellengranate. Mehr vom Angriff und du machst. Nein. Ketten des Rektusleibe. Vierer Belagerung. Ich glaube, die Attacke wird jetzt viel abziehen. Wenn nicht, dann wird der Krillin dahinter kommen. Dann geht's auch. So. Jetzt fliegt er einfach automatisch irgendwie nach oben. Keine Ahnung warum. Schwerkraft. Kleiner Fehler an der Ecke, habe ich gesehen. Okay, das haben wir. Ketten des Destalve. Jetzt wird abgerechnet. Na los. Ja, das passiert, wenn ich ihn getötet habe eigentlich. Jetzt wäre er eigentlich tot, aber nein, dieses Spiel lässt das nicht zu. Was für eine unglaubliche Energiewelle. Unglaublich, einfach unglaublich. Schau so, wo bist du? Wurde von der Welle erfasst? Erfasst. Schau so, wo bist du? Was? Nappe hinter dir. Hä? Nein, schau so. Hä? Schau so. Pah, du kleiner Narr. Was versuchst du da? Schau so. Raus da, geh weg! Nein, renn weg, verdammt. Auf Wiedersehen, Tenshinhan. Bitte stirb nicht. Das ist echt traurig. Nein, das. Du kannst nicht. Oh.
Nein, Chaozu, tu es nicht! Und da starb wieder mal ein Held. Chaozu! Jetzt rastet Tenshinhan aus. Chaozu! Tut mir leid, dass ich nicht so Emotionen da reinbringen kann. Für einen Selbstmordangriff wie diesen braucht man Mut. Nicht schlecht für einen so kleinen Kerl. Gut so, Piccolo. Man muss sowas respektieren. Oh. Er wollte einfach das Böse vernichten, aber anscheinend hat es nicht geklappt. Hahaha. Was für ein Schwächling. Anscheinend wisst ihr immer noch nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Raste aus, Tenshinhan. Los, raste aus. Wo ist Son Goku? Ja, spring rum, Mann. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ich beeile mich besser. Ja, spring rum. Oder die fliegt lieber, anstatt hier rinse. Egal. Es ist einfach Son Goku. Wenn ich den dreieugigen Kerl ausgeschaltet habe, seid ihr dran. Hehe, ihr seid schon so gut wie tot. Wie? Er hat nicht mal einen Kratzer. Das ist nicht fair. Chaozu hat sein Leben gegeben. Das ist bitter. Chaozu wurde schon mit den Dragonball zurückgewünscht. Er kann nicht noch einmal zurückgebracht werden. Oh, ich schicke dich ins Jenseits, damit du die kleine Ratte besuchen kannst. Du kannst mir später danken. Du elende Missgeburt. Dafür wirst du zahlen. Er wird für genau einen Moment verwundbar sein, wenn er seinen Angriff macht. Darauf werden wir warten. Und wie geht das gehört? Guter Plan, viel Glück dabei. Ich würde an deiner Stelle nicht wegschauen, sonst verpasst du deine Gelegenheit. Richtig sarkastisch. Du bist wohl nicht sehr besorgt. Lächle weiter, solange du es noch kannst. Son Goku wird alles verändern, wenn er hier ist. Son Goku wird die Welt retten. Ach, wirklich? Und wer ist dieser Son Goku? Jemand Besonderes? Ja, er hat keinen Schwanz wie ihr. Du! Stirb! Geile Kommunikation, sag ich mal. Lichtgranate, heftiger Angriff und Rengeki. Der Typ soll eigentlich mal sterben, Mann. Ich habe keinen Bock auf ihn. Heftiger Angriff. So. Greif mich weiter an, Schlampe. Greif mich weiter an. Dann wirst du sehen, was passiert. Gut so, Schlampe. Dreifach Neostrahl und ja, Jirobi, zeigen wir mal, er braucht ein bisschen Aktion hier im Spiel. Ja, Jirobi. Heilung, Dankeschön. Und ach, danke, ja, Jirobi, für das Heilen. Jetzt ist er komplett weg, oder? Nein, er lebt immer noch. Jetzt hast du es getan. Du hast dein eigenes Todesurteil unterschrieben. Ich glaube, ich töte dich zuerst. Bereit zu sterben? Chaozu, dieser Kampf ist deiner. Danach schließe ich mich dir an. Ich lasse dich nicht allein. Dreifach Strahl und jetzt ist es vorbei, der Kampf. Wieso hat mein Bruder wieder den Fernseher angelassen? Nachdem er zur Schule... Er ist einfach... Was zur Hölle, wann ist sein Arm abgefallen? Puh, das war knapp. Was, sein Arm ist abgefallen? Er ist ein Monster. Monster! Gar nicht gut. Idiot. Noch ein zweckloser Versuch, der zu einem Tod geführt hat. Das kann nicht sein. Kann denn gar nicht diesen Kerl töten? Doch. Wie heißt dieses Gift da? Nein, nicht Tenshinhan. Das ist ein Albtraum. Wir sterben einen nach dem anderen. Son Goku, beeile dich und komm her, bitte! Son Goku? Schon wieder dieser Name. Warte kurz. Boah, und noch einer.
Ihr seid als nächstes dran. Ich werde den Amikenner am Leben lassen, damit er uns erzählt, wo die Dwangbots sind. Ich würde gerne mehr über sie erfahren. Glück für dich, Piccolo. Sie glauben, dass nur du etwas über die Dwangbots weißt. Bisschen Glück hat er schon. Das spielt keine Rolle. Sie werden uns am Ende sowieso alle töten. Es ist sicher gut, dich in einer Situation wie dieser auf unserer Seite zu haben. Wer hätte das schließlich gedacht? Du glaubst also, wir haben zumindest eine kleine Chance zu gewinnen? Nein. Ich dachte nicht, dass es so gefährliche Monster sind. Sie sind viel besser als der Saiyajin, der vor ihnen gekommen ist. Sagte er, er ist so stark wie diese Pflanzenmänner. Anscheinend werde ich wieder sterben. Sehr optimistisch, Krillin, sehr optimistisch. Warum braucht er so lange? Wo bist du, Son Goku? Wo bist du? Kannst du seine Präsenz spüren? Ja, schon, ja. Nein. Oh. Beilung, ich habe nur wenig Zeit. Der Tod kommt immer näher. Er ist hinter dir. Gott, du meinst doch nicht. Piccolo wird sterben. Ach, die Szene im Anime war auch richtig geil. Wo Piccolo zum ersten Mal ein bisschen Gefühle gezeigt hat. Hehehe, an deiner Stelle werde ich nicht unachtsam werden. Wenn du nicht zuerst gehst, mache ich es. Da kommt er! Nappa, halt! Warum hältst du mich auf, Vegeta? Was? Vegeta, warum hast du mich aufgehalten? Die Musik ist immer so geil. Richtig zum Grooven. Sei nicht so voreilig, ich musste sie etwas fragen. Der, den ihr Son Goku nennt, spricht ihr von Kakarot? Kakarot? Ja und? Ich verstehe. Was jetzt Gauter berichten ist also wahr. Er wurde wieder zum Leben erweckt. Hahaha. Wer hätte gedacht, dass euer Retter dieser Schwächling Kakarot ist? Werden wir sehen, wenn er dir die Fresse poliert am Ende der Folge. Was soll er denn machen? Er hat ja nicht mal Raditz besiegen können. Also nicht dieser Folge, also ganz später. Wenn ich ja richtig gelevelt habe, kann er mir die Füße küssen. Er ist jetzt wahrscheinlich viel stärker. Nein, es ist ganz sicher so. Er ist viel, viel stärker. Der schätze Son Goku nicht. Ja, ich habe ihn trainiert. Haha, wo steckt er denn? Sicher, dass er nicht vor lauter Angst weggerannt ist? Nicht wie du, kleiner Glatzkopf, nicht wie du. Er wird kommen, mein Papa wird kommen. Du wirst schon sehen. Er wird dich besiegen. Zum ersten Mal hat Son Goku in diesem Kampf mal was gesagt. Hehe, du scheinst ja ein großes Vertrauen zu haben. Er ist mein Papa. Interessant, also gut, wir warten, bis er ankommt. Wir warten, was? Machst du Witze, Vegeta? Sei nicht so langweilig. Kakarot wird nicht kommen. Kümmern wir uns um diese Typen. Kümmern wir uns gleich um diese Typen, so. Nur 3 Stunden, nicht länger. Ihr habt 3 Stunden. 3 Stunden? Was sollen wir in 3 Stunden lang machen? Ich kann nicht einfach rumsitzen, wo ich den ganzen Weg hier geschlafen habe. Es macht keinen Sinn zu warten. Es macht keinen Sinn zu warten. Das ist verrückt, ich will jetzt spielen. Vegeta klatscht ihn, mach ihn Nackenflash. Nappa. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Jetzt sagst du nichts mehr, kleiner Spasti. Entschuldigung, Vegeta. Es ist etwas mit mir durchgegangen. Nun, du hast mich gehört. Ich habe eure Leben für eine Weile verlängert. Seid dankbar dafür. Jetzt reden die wieder. Zu viel Kommunikation. Aber Vegeta, warum warten wir so lange auf jemanden wie Kakarot? Kakarot ist ein verräterischer Saiyajin. Er muss bestraft werden. Wir werden seine Freunde und seinen Sohn vor seinen Augen töten. Danach erleidet er einen langsamen Tod. Wir zeigen, wie machtlos er ist und er wird sich schon vor Schmerzen winden. Nur noch ein paar Stunden. Wir werden ihnen ein mächtiges Spektakel bereiten. Spektakel? Jetzt verstehe ich. Das ist also der Plan. Hört sich gut an, Vegeta. Wenn er überhaupt in 3 Stunden hier auftaucht.
Du kannst Kakaot haben, aber überlass mir diese drei. Wie du willst. Aber erst, wenn wir die Informationen über die Dragonbots von den Namekianer haben. Ich hoffe, dass Kakaot auftaucht. Okay, jetzt habe ich die einmal die Gelegenheit zu speichern. Jetzt kann ich wieder gegen ihn kämpfen. Ab hier gibt es kein Zurück mehr. Bist du dir sicher? Ja. Er hat es geschafft. Son Goku ist hier. Son Goku ist hier. Schnell, Gott. Hol ihn ab. Da ist es. Das Ende der... Das Ende des Schlangenweges. Boah, meine Stimme. Scheiße, Mann. Bubbles, Bubbles. Er hat es auf der anderen Seite geschafft. Das war unglaublich schnell. Gott wartet in der Ecke auf dich. Gott. Nimm mich mit. Beeilung, bleib bei mir. Immer da hört irgendwie dazu nichts zu sagen. Verstanden. Okay. Dieser Son Goku, er hat es tatsächlich von Meister Kaio zurückgeschafft. Oh, dein einziges Kommentar dazu. Mr. Popo. Also hier bin ich. Ich bin trainiert und zum allem bereit. Warum sagst du es? Geh lieber und zeig das mal. Wir sind auf dich, Son Goku. Wir glauben an dich. Viel Glück. Flieg und Sieg. Son Goku und Son Gohan. Alle. Bleibt am Leben. Da kommt er. Er ist in ziemlich schlechter Verfassung. Hey! Meister Quitte. Hier, Zenzuborn, nimm sie. Danke, du bist mein Lebensretter. Lass uns nicht im Stich, Son Goku. Ich werde sofort eine essen. Okay, wieder auf 100%. Jindo-jun. Wieso Jindo-jun? Er kann doch fliegen oder nicht? Oder hat er immer noch nicht gelernt? Schön, dich zu sehen, Jindo-jun. Gehen wir. Es gibt unheimlich viel Ki an einem Ort. Dort drüben. Los geht's. Okay, bei 18 Minuten werde ich cutten dann. Wieso zieht er sich aus, dieser verdammte Narzisst? 3 Stunden sind vorbei. Was für eine Zeitverschwendung. Dieser Feigling in Kakarot ist nicht aufgetaucht. Mein Papa ist kein Feigling. Nappa zeigt seine Brustmuskeln. Ach ja, und wieso ist er dann nicht hier? Also, es wird Zeit für ein paar Schmerzen. Zu schade, dass Kakarot nicht dabei ist. Sieht aus, als wäre ich auch schon bald tot. Ich fühle mich wie bei einem Himmelfahrtskommando. Okay, gleich ein Cut. Wir haben nur eine Chance, diesen Kerl zu besiegen. Wie ist diese Methode? Das ist in dem nächsten Part.